Also ja, erstens sind hier Stiefel. Für meinen... Oder für sie eher. Eher für sie, würde ich mal sagen. Und zweitens ist eine Sackgasse immer sonderlich verdächtig. Könnte aber in dem Fall entweder nur eine Sackgasse sein oder eine Abkürzung nachher von der anderen Seite. Ja, das Problem ist, an solchen natürlichen Wänden, natürlich aussehenden Wänden, also ja, Computergrafik und so, ich weiß, aber sie sehen aus wie natürliche Höhlenwände. Sondern also natürliche Höhlenwände darstellen. Es ist doch jetzt schwierig, einen Button zu erkennen, wenn da einer wäre. Also gut, wir wissen, da geht's rum zum einen Weg. Was gibt's hier? Etwas, das ich nicht wollte. Also das gucken wir uns erst an, wenn ich oben fertig bin. Da war ich zu schnell und habe nicht gesehen, dass da keine Treppe ist, weil ich habe gedacht, da wäre eine Treppe. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie meinen Mauscursor verloren gehabt. Ihr habt wahrscheinlich gerade irgendein komisches Flackern gesehen. Okay, das ist der Weg runter. Da war Sackgasse. Okay, es sind zwei. Und sie haben den Schlüssel. So, du wirst gleich mal unterbrochen. Du musst geheilt werden und du... Das Übliche. Wow. So viel Damage. Macht's tot. Was habt ihr gedroppt? Einen Stab, der nicht viel taugt. Und ein Schlüssel. Yay. Das heißt, bevor wir irgendwo in unsere Verderben springen, falscher Weg, versuchen wir doch mal den Weg hier zu gehen.
Hier werden sicherlich wieder Pilze auftauchen. Ah. Die ist gut. Berserica. Und da sind sie. Ich wollte gerade schon sagen, ich wundere mich, dass da keine Pilze sind. Aber wie gesagt, die Pilze. Das heißt, die Schlimme an den Pilzen ist, sind diese Jumpscares, wenn man sie nicht erwartet. So, hier ist ein Ausgang aus dem Raum, aber... habe ich hier noch nicht fertig umgeguckt. Und da kommen natürlich noch mehr Pilze aus ihren Löchern gekrochen. Also ja, wie gesagt, die Pilze sind nicht schlimm. Empfinde ich jedenfalls nicht als schlimm. Ich meine, wenn nur noch einer da ist, können wir ihn ohne Special Attacks totprügeln. Nicht wirklich, also der Ring. Und ja, das führt auch zu demselben Ausgang. Gut. Noch ein Pilzraum. Baumraum. Und ja, Pilze. Darauf sollte ich achten, dass ich aus Versehen hinter mir mal welche spawnen. Aber ich finde definitiv ihren Namen lustig. Aggressive Pilze. Boah, der Raum ist riesig. Und verdammt dunkel teilweise. Da hinten läuft was. Ein Höhlenräuber. Okay. Bewegt sich langsam, bis er Beute wittert. Böse.
Also der Feueratem, der macht böse Schaden. Und Feuerflut wollte ich gar nicht erst riskieren. Ey, cooler Grafikglitch. Je nachdem, wie ich mich drehe, sehe ich die Fackel da hinten noch oder nicht mehr. Nö. Da fliegen Drachen rum. Also ich habe echt das Problem, ohne Karte werde ich hier die Orientierung verlieren. Pilze, die sind nicht so schlimm. Sie gucken aber in die falsche Richtung. Na komm. Tischen wir dem mal einen Feuerregen auf. Da geht's lang. Und hier sind wir wieder am Start, oder? Ja. Da könnten wir hoch oder die könnten hier lang. Ah, hier sind schon wieder Pilze. Da sind wieder solche Drachenfledermäuse. Oh, nö. Das ist jetzt richtig kacke. Okay. Wir müssen das Weite suchen. Ich muss bei der Heilerin nämlich heilen. Okay, sie sind abgehauen. Gut. Nö. Genau solche Sachen, wie gerade eben eigentlich passiert sind mit den Pilzen und den Fledermäusen, müsste ich eigentlich vermeiden. Ja.
Und da hinten sehe ich gleich noch mehr rumflattern. Also wenn ich in die Richtung gehe. Und ja, hier war ich schon mal. Weil das ist der andere Weg hoch. Und ja, ich laufe langsam, weil ich überladen bin. Hey. Ja, ich weiß, dass ihr mich bemerkt habt. Ich euch ja auch. Ändert jedoch nichts daran, dass ich euch killen werde. So, was haben wir hier? Nichts, was einer brauchen könnte. Hier geht es zu noch mehr Flattermännern. Hier gibt es einen Weg noch weiter nach oben. Oh, das sind andere junge Drachenfledermäuse. Und die gibt es im Viererpack. Okay. Oh, au. Au, au, au. Okay, wegrennen. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob wir die besiegen können. So angeschlagen, wie wir jetzt hier gerade sind. Okay, sie verbrauchen ihr Mana aber. Im Gegensatz zu den Großen. Das heißt, irgendwann können sie nur noch beißen. Heilige. Heiliger Schamotter, ey. So, heil den mal ein bisschen. Da ist noch eine weitere Kompanie von denen. Da kann ich runter. Jetzt will ich mal was anderes gucken. Wobei, im Augenblick will ich gerade nichts gucken. Ich will mich hier hinstellen, dass ich weiß, dass ich in die Richtung wieder weiter muss, wenn wir das nächste Mal weitermachen. Weil ich will jetzt hier speichern. Das ist jetzt LP012. Na, das wäre LP nur noch jetzt 3 gewesen. Also speichern wir es richtig. Wo habe ich denn? Ach so, ja, okay.
Ja, LP013 und LP, das was ich jetzt gerade gemacht habe, lösche ich einfach. Also, bis gleich.